Waschtag, weil wir keine Waschmaschine bei uns im Van haben, zeige ich euch heute, wie das so bei uns abläuft. Erst haben wir die Wäsche aus unserem versteckten Wäschekorb geholt. Die kann man einfach von hinten holen, das ist super praktisch. Und unsere neue Bettwäsche dürfte natürlich auch nicht fehlen. Dann sind wir in die Lavenderia gegangen. Der Local hat uns dann erstmal gezeigt, wie es funktioniert, weil es anders war als sonst. Dann haben wir die Maschinen beladen mit unserer Wäsche. Wir haben einmal eine 40-Grad-Wäsche gemacht und eine 60-Grad-Wäsche. Das kann man einfach direkt an den Maschinen auswählen. Das ist super einfach und eigentlich auch selbst erklären. Danach sind wir dann an den Bezahlautomat. Da konnte man auch auswählen, welche Maschine man nehmen musste. Das hat, glaube ich, 5 Euro pro Maschine gekostet. Dann geht man wieder dahin, startet die Maschine und danach geht es dann noch in den Trockner. Da kosten 8 Minuten 1 Euro, super günstig. Und danach hat man einfach trockene Wäsche.